haben uns gefreut, dass wir hier die Möglichkeit hatten, mit Projekten Kontakt zu haben, die im Bereich Nachhaltigkeit, Naturschutz, Klimaschutz, wie wollen wir alle unsere Welt besser und nachhaltiger gestalten, zu tun haben, um dieses Thema, was sehr technologiegedriven ist sozusagen, ein bisschen damit zu verbinden, dass es uns allen auch hilft. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und als ich mir die ganzen Preisträger und Projekte angeguckt habe, habe ich auch noch mal selber sehen dürfen, in dem Moment, wo wir uns mit der Drohne, mit der Perspektive nach oben bewegen, haben wir auch einen ganz anderen Blick auf die Welt und wir übernehmen vielleicht auch eine ganz andere Verantwortung. Das ist eine tolle Atmosphäre hier auf der Messe und deswegen war es die richtige Entscheidung, dass wir hier dabei sind heute. Ja, für die GIZ ist es ein wichtiges Thema und für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit überhaupt. Wir arbeiten seit ungefähr 3 Jahren an neuen Drohnenprojekten, auch weil wir Partner haben, die auf uns zukommen und fragen, wir müssen Drohnen oder sollten Drohnen nutzen, um unsere Projekte kosteneffizienter zu machen, um sie besser zu machen. Auf uns kommen Fragen zu, wie sollten wir nicht unsere Wälder kartografieren und dafür Drohnen nutzen? Können wir Drohnen nutzen, um bessere Medikamentenlogistik zu machen? Wie können wir den Klimawandel nachweisen bzw. auch die Effekte des Klimawandels deutlicher machen und Evidenzen produzieren? Auch dafür werden Drohnen eingesetzt. Das heißt, für uns ist ein total wichtiges Thema, was wir aktuell ausweiten. Der Drone Pioneer Award zeigt, dass Drohnen auch eingesetzt werden, um wirklich nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Und auch deswegen haben wir uns dafür engagiert.